Botschaft unseres Herrn Jesus Christus an seine geliebte Tochter Lourdes Maria, 22. Mai 2016. Mein geliebtes Volk, meine Kinder, ich segne euch mit meiner Liebe, die alle mit dem Streben nach meinem Willen erfüllt. Ihr wandelt und wandelt, redet und redet, glaubt zu verstehen und versteht doch nicht. Ihr müsst diesen Geist beibehalten, eins mit meiner Liebe sein zu wollen. Ihr merkt es nicht, Kinder, doch trägt jeder in seinen Gedanken und in seinem Gedächtnis Probleme mit sich herum, die in seinem Leben Auswirkungen gehabt haben. Nachdem sich diese Probleme offenbart haben und jeder meint, sie vergessen zu haben, kommt irgendwann das hervor, was jeder im Guten oder im Schlechten, nach seinem freien Willen, in sich trägt. Es ist wichtig, dass sich jeder von euch meiner Gemeinschaft anschließt und um die Unterstützung meiner Mutter und meines Heiligen Geistes bittet, damit die Gedanken tatsächlich in meinem Sinne sind und ich euch im Gedächtnis bleibe. Im Inneren von jedem von euch, Kinder, fließen Gedanken, die persönliche Intuition, Vorstellungen, die jeder als Maß seines Lebens betrachtet. In diesen Zeiten müsst ihr klug sein, denn die Gesandten des Bösen wandeln überall auf Erden und lösen beim kleinsten Fehltritt des Menschen ein schweres Unwetter aus, das keinen Stein auf dem anderen lässt. Ich rief euch auf, treu und ausdauernd zu bleiben. Die Dämonen kommen, um diejenigen zu beunruhigen, die den Wunsch haben, in meiner Nähe zu leben. Sie haben nicht erkannt, dass der Kampf unsichtbar stattfindet. Der Teufel greift den Menschen in seinem Inneren an, um Unwohlsein, Unverständnis, Erschütterungen, falsche Reaktionen zu verursachen. Er bringt das Böse im menschlichen Ich zum Vorschein, um die Menschheit zu spalten. Seid klug, fallt nicht auf den Satan herein. Mein Volk, ich führe euch zum inneren Frieden. Die friedliche Seele lässt das Wesen inmitten von mir erkennen, ein Wesen, das sich an mir orientiert und nach mir richtet, und lässt den Frieden der Seele erkennen. Der menschliche Wille muss zu mir kommen, in mir wohnen und sich mir anschließen, damit das Wesen zu meiner Liebe und dem, was sich daraus ableiten lässt, geführt wird. Meine Kinder, ihr lebt in ständiger Wertschätzung gegenüber mir. Jedes Werk und jede Tat bilden einen Schatz, den er mir darbringt. Die Untätigkeit vor mir ist mangelndes Zeugnis jedes meiner Worte. Die scheinbare Sicherheit des Menschen vor mir ist die größte Unsicherheit und das deutlichste Zeichen dafür, dass er nicht an meiner Seite wandelt. Mein Volk, ihr dürft euch nicht von den Kräften der Seele trennen. Gedächtnis, wonach nicht zugelassen wird, sich im Bewusstsein aktiv von mir zu entfernen. Ich bin im Gedächtnis jedes meiner Kinder. Verständnis, um Teil meines christlichen Leibes zu werden, aktiv zu werden, durch die Liebe, die euch in jedem Moment zur richtigen Handlungsweise veranlasst. Wille, um vom und im Guten zu leben. Der Wille trifft auf richtige Entscheidungen und führt meine Kinder zu mir, oder zu geistiger Müdigkeit, Verleugnung, Ungehorsam, und entfernt sie damit von meiner Liebe. Dies ist in diesem Moment für mein Volk wichtig, um nicht in die Fallen des Bösen zu tappen, sondern um zu widerstehen. Wer das Böse leugnet und alles als gut betrachtet, kann sich nicht vom Bösen befreien, sondern lässt das Böse leben. Wer inmitten seiner Brüder und Schwestern lebt, um sie zu verurteilen, kann nicht das Böse erkennen, das er verursacht, denn es erscheint ihm nicht verwerflich, zu verurteilen, weil es ein Teil seines Lebens ist und er wurde nicht auf den richtigen Weg meiner Kinder geführt, der darin besteht, nicht zu verurteilen. Wer im Neid lebt, betrachte den Neid nicht als Verhalten wider seinem Nächsten, wenn die Seele durch das vergiftet wird, was das Wesen selbst verursacht. Das Böse, das die Menschheit überkommt, äußert sich in fehlender Liebe und Selbstsucht. Das Gute, zu dem ich euch führe, ist das Gemeinwohl nach meinem Willen, das aus den Menschen eine Gemeinschaft gleichgesinnter Wesen machen soll, die ständig nach Barmherzigkeit gegenüber ihren Mitmenschen streben. Meine Liebe führt zur Einheit und diese zur Einigkeit, und die Einigkeit zur Ordnung, und die Ordnung zum Gehorsam gegenüber mir. Der Gehorsame wird vom Stolz befreit, lebt nicht in der ungeregelten Liebe, wo das Wesen selbst an erster Stelle steht, sondern stattdessen in Wohltätigkeit, die die Seele mit meiner Liebe vereint. Denkt daran, meine Kinder,
Wer mich liebt, liebt seine Brüder und Schwestern aufrichtig, umfassend, so dass die Sicherheit des Lebens an meiner Seite dazu führt, meine allgegenwärtige und freudige Liebe im Inneren des menschlichen Wesens nach außen zu tragen, indem zu jeder Zeit das offenbart wird, was nicht menschlich und gewöhnlich ist, sondern durch Gnade und aktive Verinnerlichung meines Geistes in Form ständiger Nächstenliebe erlangt wird. Mein Volk, denke daran, dass die Liebe, die du besitzt, die Liebe ist, die aus mir entsteht und diejenigen in sich tragen, die nach meinem Willen bitten und handeln, ohne mich zu abzulehnen, sondern in ständiger Weiterentwicklung, um immer mehr von dieser Gabe zu erhalten. Die Erde, die euch geboren hat, bekommt immer häufiger Risse und diese Risse werden zu Gebietsverlusten führen. Bittet, meine Kinder, betet für die Vereinigten Staaten, denn sie werden gereinigt. Der Rassismus ufert aus und bewirkt, dass längst vergangene Zustände wieder eintreten. Es wird grundlos zu befohlenen Massenverhaftungen kommen. Bittet, meine Kinder, betet für Italien. Der Vesuv verursacht Schmerz. Er wird wieder erwartenvoll Stärke erwachen. Die Tyrannei erreicht Europa. Verrat wird sich in seinen Ländern ausbreiten. Bittet, meine Kinder, ihr werdet das große Licht aus dem All herabkommen sehen, das alles umhüllen und Schrecken auslösen wird. Dann wird es ins Meer stürzen und binnen weniger Augenblicke ganze Länder mit Wasser überfluten. Mein Volk, ich möchte euch keine Angst machen, sondern dass ihr euch vorbereitet. Ihr müsst die großen Sünden beenden, die unaufhörlich begangen werden und durch die ich beleidigt werde. Gesteht euch ein, dass ihr Satan in die Herzen gelassen habt, widersagt ihm und kehrt zu mir zurück, und ich werde euch nicht vernachlässigen. Das Leid des Nahen Ostens wird für den Rest der Menschheit eine große Überraschung sein. In wenigen Tagen werden blutige Kämpfe um die Gebiete ausgetragen. Inmitten des Leids werdet ihr finden, was nicht euch gebührt, sondern mir gehört, einen Grund, um die große Schlacht zu schlagen, auf die ihr euch seit Jahren vorbereitet habt. Meine Kinder, hört auf, Wesen des Todes zu sein. Seid gehorsame Kinder, die zu mir zurückkehren. Bittet um die Fürsprache meiner Mutter, auf dass sie euch nicht im Stich lasse. Ich schaue auf die Erde und sehe sie entvölkert. Die liebenden Seelen unserer Dreifaltigkeit und meine Mutter sind diejenigen, die sich in meiner Nähe befinden, allerdings sind sie nicht in der Mehrheit. Mein geliebtes Volk, der Kommunismus scheint abzunehmen. Das ist eine Strategie des Bösen, um eine neue Art von Gefangenschaft zu entwickeln, die zu den Verbündeten des Usurpators führt. Seid euch nicht zu sicher, denn die Umwälzungen breiten sich weltweit aus, der Schmerz wird für alle, die ihn erfahren, unerträglich werden. Zu dieser Zeit unterdrücken die Mächte einiger Länder die Menschen mit Folter, in dem Wunsch, sie einem Pakt mit den Anführern der Eliten auszuliefern, die die Herrschaft auf Erden haben. Mein geliebtes Volk, die Freiheit meines Volkes wurde an diejenigen verraten, die den Eintritt des Teufels vorbereiten. Verwechselt mein Wort, das geschrieben steht, nicht mit neuen Modernismen. Erkennt mich und folgt mir. Es wird meinen bevorzugten Kindern untersagt sein, mein Volk zu warnen. Eine ungewöhnliche Gegebenheit wird meinen Kindern verkündet werden. Bleibt wachsam, denn die großen Mächte der Illuminati und Freimaurer werden das durchsetzen, was nicht meinem Willen entspricht, und mein Volk wird verfolgt werden. Bittet, schließt euch der Gemeinschaft unseres Willens an. Lebt mit meinem Segen, denn ich bleibe meinem Volk treu. Ich segne euch, euer Jesus. Ave Maria, voll Reinheit ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit ohne Sünde empfangen. Kommentar des Mediums. Brüder und Schwestern, als Christus mir sein Wort gab, war ich in der Lage, zwei Ornamente deutlich zu erkennen, die von den Anhängern anderer Religionen verwendet werden, doch wusste ich nicht, wem sie gehörten, und auch Christus sagte es mir nicht. Sie wurden mit großer Sorgfalt getragen. Zuvor sah ich einige in Schwarz gekleidete Männer, die den Vatikan über eine Seitentür betraten, ohne hereingebeten worden zu sein. Und Christus sprach zu mir, Verfolgung. Ich sah zwei Gesandte des Himmels, die in so starkem Licht erstrahlten, dass ich nur noch Licht sehen konnte, weil meine Augen zu sehr geblendet waren. Sie brachten ein großes schweres Buch von einem heiligen Ort dar,
Christus sagte mir, rette, was mein ist, ich werde es von der Erde wegschaffen, da sie dieses Wissen nicht verdient hat. Dann sagte Christus mir, deine Brüder und Schwestern sollen ständig wachsam bleiben. Lasst nicht zu, dass das Böse mein Wort verdunkelt oder das Unrecht mein Volk befleckt. Christus schaute auf die Erde, nahm die Hand seiner Mutter und legte die Erde in die Hände der seligen Jungfrau Maria, und gemeinsam mit seinem Heer der Engel betrachtete er die Erde in den Händen der großen Königin. Plötzlich näherte sich eine große Dunkelheit der Erde, umhüllte sie jedoch nicht vollständig, doch es war die Folge eines Krieges und unsere Mutter weinte Tränen. Und sie sagte mir, meine Kinder müssen sich vorbereiten, die Warnung, und das war alles, was ich sah, dies verkünde ich nach dem Willen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.